Wie war es mit Mike zu arbeiten? Herrlich. Er ist irre schnell, weil für mich als Schauspieler ist Fotos machen eine Qual. Dieses Statische. Ich bewege mich, ich spiele. Und er ist so schnell. Herrlich. Tolle Arbeit. Einfach zu arbeiten, man. Es macht really viel Spaß. Es dauert nicht so lang. Er ist wirklich kreativ. Ja, Herr Schönhoff war neulich bei mir in meinem alten Kino, wurde auch mal porträtiert. Passt, glaube ich, sehr gut. Der Möbelstyle ist genauso, haben wir einige Dinge auch im Atelier. Also er ist ja lang dabei mit dem, was er tut. Ich bin lang dabei mit dem, was ich tue. Ich denke, das harmoniert sehr gut, ergänzt sich. Einmal drehen, bitte. Noch einmal drehen, bitte. Guck mal, jetzt muss er rüber. Wir sind irgendwo seelenverwandt, weil wir irgendwo genauso leidenschaftlich und verrückt sind und unkonventionell sind. Ich liebe die Arbeit mit ihm. Er weiß, wie eine Frau aussehen soll und deswegen auch kann. Werde ich nächste Woche von ihm fotografiert. Genau. Und habe ein volles Vertrauen in ihn. Sophia, mit der habe ich ja getanzt bei der letzten. Also, buonasera erstmal hier in München. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben hier mit der tollen Location im Carré mal was anderes. Karre und Kunst, außer die zwei Ks, nach Adam Riese und Eva Zwerg, wie passt das zusammen? Inspiration. Das Ganze hier ist ein Wohntheater, das haben wir vor 5 Monaten aufgemacht. 10.000 Quadratmeter in einem alten Kraftwerk. Bei Mike ist alles stylisch, ja, mit wahnsinnig viel Geschmack. Der hat einfach ein Gefühl für alles Mögliche. Der hat einfach, wie viele andere Italiener auch, er hat einfach wahnsinnig viel ein Gefühl. Also der kann einfach alles übertragen, ob er nun Fotos macht, Filme macht, ob er einrichtet, ob er, der hat einfach innere Visionen, Ideen und die setzt er dann in jedem Bereich immer um. Jenny und Jenny, da denkt man erstmal so, oh, das bin ja ich, aber ich finde, ich sehe da auch so anders aus. Ja, ich bin ja bekennender großer Karre-Fan. Ich war ja auch schon bei der Eröffnung hier und ich komme total gerne hierher, auch privat, weil man kann hier super schön ganz lange stöbern und gucken und sich neue Sachen anschauen und die haben immer ganz coole neue Ideen für zu Hause und da könnte ich eigentlich jede Woche hier stundenlang verbringen.